Da ist ein Haus in Europin. Das Haus ist ziemlich alt. Da fahr ich jeden Sonntag raus und mach ne alte kalt. Yeah, baby. Ah, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 7, meine Damen und Herren. Die letzten beiden Tage habe ich mir mal Urlaub genommen hier auf diesem Kanal. Und heute geht es natürlich heiter weiter. Direkt natürlich wieder mit Resident Evil, weil da wollen die Leute das sehen. Die Leute wollen sehen, wie der Kalle zerberstet wird. Und wir haben hier letztes Mal Schluss gemacht, als wir in den Keller gegangen sind, mehr oder weniger. Und interessante Kreaturen aus der Wand kommen sehen haben, müssen tun. Nun ist es so, genau, wir sind hier lang gegangen, genau. Wir haben nämlich ein Gerät gefunden, also irgendwie so eine Figur oder so, womit wir diesen Adler konnten an die Wand projizieren. Also wirklich Keller ist es jetzt nicht. Es ist aber irgendwie so ein Hinterzimmer wahrscheinlich. Ja. Ich hatte so das Gefühl, dass wir aber noch einige Sachen oben nicht entdeckt haben. Und ja. Ach so, ich habe jetzt hier quasi... Geil, ich habe das Psycho-Zeug noch. Also ihr müsst wissen, es ist jetzt nicht irgendwie gecheatet oder so, nur ich höre dann einfach irgendwann auf zu spielen. Also in dem Moment, wo ich halt sage, ist vorbei, mache ich halt auch aus und dann nehme ich immer den letzten Speicherstand. Ich würde das auch gerne so behalten, beibehalten. Ganz einfach deswegen, weil ich jetzt nicht immer hier die 50-Minuten-Folgen machen will, nur damit ich noch einen Speicherstand finde. Das fände ich irgendwie ein bisschen blöd, so, muss ich ehrlich zugeben. Nimmt für mich auch so ein bisschen das Feeling des Let's Plays. Jetzt ist natürlich das Blöde. Ich habe jetzt gecheatet, weil ich jetzt so mehr oder weniger noch wusste, wo einige Sachen lagen. Allerdings nicht alle. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch schon wieder was vergessen. Achso, ich musste noch irgendwas kombinieren. Das bedeutet aber auch, dass wir den Typen da gleich wahrscheinlich nochmal umholzen müssen. So, das werden wir jetzt nicht benutzen. Ich würde gerne das und das kombinieren. Oh, ich drücke schon wieder rechte Maustaste. Ich lerne es nicht. Ich lerne es einfach nicht. Okay, ich glaube, ich habe einfach keinen Platz. Ah, nee, nicht das. Entschuldigung, was will ich denn kombinieren? Das und das. Das und das, genau. Ja. Danke. Super, hat ja klasse funktioniert. Jetzt hau ab. Tschüss. Gut. Hier waren nämlich auch noch ein paar Sachen. Da hatte ich nämlich noch den Dietrich, genau. Müssen wir nochmal eben machen. Ja, ist jetzt ein bisschen Wiederholung. Sorry. Ich kann auch gerne immer bis zu dem Teil, wo wir sind. Da waren diese Maden drin, glaube ich, ne? Ja. Können die eigentlich rausfliegen? Ja. Gut. Also da kommt gleich der Typ aus der Wand. Hier hatten wir noch das hier. Wohnen hier Kinder. Achso, weil das so ein Kinderbild ist. Und Mia wurde auch dran gemalt. Das habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Das hatten wir uns angeguckt, ne? Genau. Mit den. Da war noch ein Bild hinter. Ich glaube, das waren diese Viecher. Sind die Menschen. Also, was ist der Versuch? Ist jetzt die Frage. Also, was machen die mit denen? Sind die dann in dieser Wand? Sind das die aus der Wand kommen? Und warum sind hier überall Fernseher? Also, wir haben schon mega viele Fernseher gesehen. Münze, soll ich immer mitnehmen, habt ihr gesagt? Die haben wir, glaube ich, letztes Mal gar nicht gefunden. So, und jetzt kommt der Typ aus der Wand, ne? Ja, gut. Dann komm. Was zum? Wenn man das so zum zweiten Mal, also wenn man es weiß, ist es halt völlig egal, ne? Aber es sieht schon eklig aus. Es sieht schon eklig aus und mir ist gerade so ein bisschen der Schaudern gekommen, trotzdem. Ich dachte, der snackt mich jetzt noch. Ja. Also euch wird auch aufgefallen sein, solche Horrorgames härten einen schon irgendwann ab, ne? Also irgendwann ist man halt und weiß so ein bisschen, was auf einen zukommt. Man wird ein bisschen krasser, man ist so ein bisschen mehr der Kalle Kuschinski, der alles schafft und es sieht einfach nur widerlich aus. Ahnung, was das genau sein soll.
Aber wenn der Daddy gleich kommt, ne? Dann bin ich sauer. Dass ich immer diese Schüssel abgebe. Zwischendurch. Da ist Keller, da wollen wir gar nicht hin. Ah, hier ist nochmal Speichern und so. Liebe Courtney, die Arschlöcher suchen nach mir, aber vielleicht gibt dir das eine Gelegenheit zur Flucht. Um rauszukommen, musst du die Reliefs finden, die wie Hundeköpfe aussehen. Ja, das haben wir schon gesehen. Diese Dinger, die wir da quasi an die Tür machen müssen. Ich habe einen der Köpfe im Zerlegungsraum im Keller gesehen. Finde den. Er ist der Schlüssel raus hier. Ja, jetzt müssen wir doch in den Scheißkeller. Surprise. Könnt ihr speichern? Das machen wir trotzdem mal eben. Okay. Sehr gut. Kann nicht aufgebrochen werden. Bitte. Ja, diese ganzen Schlüssel und so, die finde ich irgendwie alle nicht. Pistolenmunition. Ah, war da noch was? Gut. Aber hier werde ich jetzt mal den Bums auch reinlegen. Ich brauche hier Platz, ne? So, den Spiegel, den brauche ich wahrscheinlich auch erstmal nicht. Pistolenmunition, ja. Hm. Schießpulver. Womit kann ich das wohl kombinieren? Ah, auch mit den Chemikalien. Bedeutet, ich kann auch Patronen machen. Das heißt, nächstes Mal, wenn wir solche Chemikalien machen, werde ich mal Patronen basteln. Ja, und die Flinte, die habe ich noch nicht. Hm. Weiß halt nicht, ob ich... Ich werde die nochmal... Ah, ich werde die Flintenmunition, glaube ich, trotzdem nochmal rüberbringen. War da noch irgendwas mit dem Plattenspieler? Also ich glaube, diese Musik sagt auch, dass wir hier safe sind. Ich glaube, die Musik sagt uns einfach, dass wir hier sicher sind. Aber jetzt geht's in den Keller, Leute. I don't like this. I really don't like this. Man muss jetzt immer Angst haben, dass hier was aus der Wand kommt, ne? Was ist das für ein Zeug? Uiuiui. Oh, Bruder. Mach einen Abgang. Eieiei. Ah! Oh, ich treffe dich nicht. Oh, shit, immer Arsch. Oh, shit. Oh, das hat ihn aber ganz schön. Ja, yeah, oh, alles klar, steht nochmal auf. Na gut. Ah! Oh mein Gott! Oh Mann, stirb doch mal endlich! Alter Verwalter, ich dachte, ich wollte mal ein bisschen Munition sparen, ey. Huh. Eieiei. Alter. Okay, da gehen wir nicht rein. Von der anderen Seite verschlossen. Workshop. Ah, ich will da nicht rein. Oh, mein Bruder! Alter. Was sind das denn für Leute? Oh, Munition. Oder Chemikalien. Oh nein. Die werden da irgendwie verbrannt, ne? Gut. Lucas, ich habe den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn in den Verbrennungsofen ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abhaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. Wenn er fertig ist, Alter. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran. 3A und ein Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst.
3A und einen Handabdruck. Was bedeutet das? 3A. Gut, Lara ist weg. Also da ist halt ein Handabdruck dran. Oder ist noch Kraut oder so? Schießpulver? Okay. Oh, hier liegt ja noch einer. Wolfram? Nee, William. Sean? Tamara. Ich habe eine Ex-Freundin, die Tamara heißt. Oh. Kann ruhig hier bleiben. So. Travis, kriegen wir nicht auf. Was bedeutet 3A? 3A. Okay. Wir kommen später wieder. Was ist hier los? Hallo? Ja. Alter, was ist das für eine widerliche Scheiße? Richtig schöner Duschraum. Ja, hier würde ich mich auch waschen. Die ganze Zeit Angst, dass hier aus der Wand einer rauskommt. Aha. Aha. Ah! Oh, Bruder. Oh, Alter, was hast du denn für Pranken, Junge? Oh. Okay. Ist hier in der Wanne noch was? Jawohl, wichtig. So wichtig. Aber wir haben jetzt mal Chemikalie gefunden und können das mit Schießpulver... Oh Mann, die rechte Maustaste triggert mich aus dem Ass. Gib mir doch jetzt... Achso. Ja. Okay, ich habe jetzt... Ich glaube, ich habe jetzt 10 Schuss gemacht, richtig? Alter, ich schieße halt 10-mal daneben. Und ich will Valorant Pro werden. Mann! Du Missgeburt. Entschuldigung, aber... Ist ja wirklich eine. Oh, nee! Ah, der schleicht mich auf. Oh. Space blocken. Ich hab keine Muni. Okay, muss ich ihn abstechen. Stech dich ab. Oh! Okay, ich muss mal ein bisschen entspannter mit der Muni umgehen. Oh nö, jetzt den ganzen Keller nochmal? Oh, bitter. Bin aber auch am Anfang gar nicht hier hingegangen, ne? Na gut, hab ich mir schon fast gedacht. Oh nee. Dreckskeller. So, hier kommt jetzt einer, ne? Jo. Mehr kiten einfach. Okay, der hat jetzt 4 Schüsse gebraucht. Aber ich kämpfe lieber gegen die, bin ich ehrlich. Die sind zwar hässlich. Eieiei. Wenn man daneben geschossen ist, okay. 2-mal, okay. Oh. Oh! Gut. Mann. Das ist auch irgendwie ein ganz anderes Waffenhandling als jetzt bei Valorant oder so, ne? Also beruhigt euch mal. So, den haben wir schon. Aber hier ist auch nichts. Oh.
Hier war sonst nichts, ne? Also hier war nur Tür auf, Tür auf, Tür auf. War aber auch nirgendwo was drin, ne? Warte mal, dreimal A und Handabdruck. Tamara? I'm a fucking genius! Okay, der ist fertig. Der ist sowas von fertig, Alter. Bruder, Alter, du siehst aber nicht mehr aus wie der. Oh, lol, was hat der für eine Hand? Junge, du bist ja richtig widerlich. Du bist irgendwie sowas wie ein Endboss oder sowas, ne? Alter, was hält der denn aus? Der war halt irgendwie gigakrass. Starke flüssige Chemikalien. Okay. Nein, hier mit, ne? Gut. Hä, was ist denn jetzt? Was ist denn das für eine... Hä? Was ist das jetzt für eine Muni? Ist krasser, oder was? Gut. Aber ich glaube, ich nehme lieber die anderen. Noch nehme ich die anderen. Die krassen sparen wir uns auf. Alter Verwalter. So, hier konnte man nicht rein. Was war denn hier noch? Das fällt doch wieder zu, wenn ich da reingehe. Das fällt doch wieder zu. Ah, das ist aber die andere Tür, ne? Intrigiert. Sehr gut. Oh, ich habe gerade X gedrückt und hatte gedacht, das ist eine Cutscene. Geil, ich habe eine Karte. Karte gefunden. Krematorium, Zerlegungsraum, Leichenhalle, Boilerraum, da war ich schon eben drin. Und die Werkstatt, da waren wir noch nicht drin. God bless. Munition. Junge, Junge. Komm auch über Geräusche mal her. Junge, ey. Oh, was ist das? Skorpionschlüssel. Da haben wir auf jeden Fall schon eine Tür für gesehen. Geil. Was war das jetzt? Ah, ein Dietrich. Den können wir mal hier hin tun. Schatzfoto. Die Schatzfoto. Ich habe hier etwas Nettes versteckt. Finde es, wenn du kannst. Doch der Raum oben, oder? Wir brauchen definitiv mehr Munition, finde ich. Okay, wir gehen noch nicht weiter runter. Ich will noch mal kurz hoch, glaube ich. Ich will noch mal kurz hoch. Oh, shit! Okay, Leute. Wir gehen jetzt nochmal kurz hoch.
Gucken, ob wir den Schatz finden. Und dann machen wir nächstes Mal weiter. Ich bin so dumm. Ich renne nochmal ganz rum. Ne? Ich habe die Tür gerade aufgemacht. Den können wir jetzt auch benutzen. Ah, wir kommen wieder in den Eingangsbereich. I see, I see. Okay. Das ist gut. Gut zu wissen. Ich wissen, ob hier ein Kamin war. Ja. Das wollte ich nicht nochmal eben erledigt haben. Wie komme ich jetzt an den Schatz? Ich kann hier nirgendwo F drücken, gar nichts. Die Hand frei haben? Okay, Leute. Ah, da. Steroide. Wie auch immer ich die brauche. Auf jeden Fall schrumpfen davon meine Klöten, ne? Das heißt, wir müssen noch den Adlerschlüssel finden. Weil wir haben jetzt nur den. Habe ich hier noch von aufgemacht? Ja. Gut, wir müssen noch rausfinden, was das mit diesem ganzen Ekelzeug auf sich hat. Und nächstes Mal werden wir den Keller weiter erforschen. Ich würde sagen an dieser Stelle erstmal Salut, à tu, de rien, au revoir. Tschüssikowski, bis bald.